Ich bin die Hanna Burgraff, ich bin 15 Jahre alt und ich habe eine intelligente Heizungssteuerung mit Hilfe von Wetterprognosen programmiert. Die Fragestellung war, wie kann ich Energie bei einer Heizung sparen? Und dann habe ich mir erstmal überlegt, was ist denn der Grund, warum wir heizen müssen? Und der Grund ist ja das Wetter. Und dann habe ich mir überlegt, wie man eigentlich eine Heizungssteuerung bauen kann, in dem das Wetter einbezogen ist. Ein Forschungsdrang, der ist von der Familie schon gekommen. Und wir haben das schon immer gemacht. Wir haben früher so Bastelkästen schon bekommen, als wir klein waren. Das Tool, das ich entwickelt habe, das ist einerseits das Programm, das ich selber geschrieben habe, mit den ganzen Prognosefragen und welche Heizung anspringen sollen, mit dem Wetterbericht. Aber ich habe auch eine eigene Sensortechnik entwickelt. Ein Temperatursensor, um halt die Temperatur zu überprüfen, und auch ein Fenstersensor, der überprüft, ob das Fenster offen oder geschlossen ist. Natürlich bin ich nervös bei solchen Forschungsprojekten und wenn man gerade mal was Neues probiert hat und es irgendwie nicht klappt und wenn man dann eine Idee hat, aber keine Zeit mehr hat an dem Tag, dann überlegt man schon mal im Bett auch nochmal weiter. Musik bedeutet mir schon sehr viel. Es ist einfach eine komplette Abwechslung zum Forschen. Beim Forschen muss man selber nachdenken, beim Klavierspielen sind die Noten schon da. Man muss einfach spielen und kann abschalten und sich seine Gefühle damit reinbringen. Das ist schon sehr wichtig für mich. Mich treibt an das Forschen, natürlich das Ergebnis auch, was dann rauskommt, aber beim Forschen ist immer ein neuer Schritt, den man neu entwickeln kann, immer was Neues.